Hallo und herzlich willkommen bei Klartext. Neben mir sitzt der Thomas Hutter, Inhaber und Geschäftsführer der Hutter Consulting. Thomas, du bist ja Experte für Facebook. Was sind denn derzeit die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Bereich Facebook-Marketing? Ich glaube, es sind im Moment so zwei Kerntrends auszumachen. Der eine ist Video, Facebook Live. Die Möglichkeiten mit Live-Übertragungen, mit Interaktion mit den Nutzern direkt vor dem Bildschirm bzw. vor der Kamera. Da geht sehr viel hin. Generell der Trend Video ist extrem spürbar, bewegt Bild. Mark Zuckerberg hat ja dazu auch gesagt, dass sie damit rechnen, dass in 2020 75 oder 80% der Inhalte auf der Plattform wahrscheinlich nur in Videoform sein werden. Und das ist sicherlich ein Trend. Und der zweite Trend, der ist jetzt erst so langsam am Aufkommen, das ist das Ganze rund um Virtual Reality. 360-Grad-Videos, 360-Grad-Bilder, Dinge erlebbar machen in einem Umfeld von 360 Grad. Kannst du uns ein paar Tipps nennen für erfolgreiche Facebook-Fanpages von Unternehmen? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich als Unternehmen wegwendet von diesen Zahlen, wie viele Fans habe ich, wie viele Leute haben damit interagiert, sondern dass man dahin geht, wie viele Leute habe ich erreicht, die für mich relevant sind. Richtige Nachricht an die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt und dann gute Inhalte. Inhalte, die halt nicht eins zu eins so auf YouTube, auf Twitter, im Web gespielt werden. Das heißt, auf die Plattform angepasste individuelle Inhalte, Storytelling, vielleicht auch das Ganze ein bisschen frech. Also man sieht in der letzten Zeit häufig, dass Unternehmen, die eher frech sind, die eine junge Marke verkörpern, die Möglichkeit haben, auch vielleicht ein bisschen authentischer und lockerer aufzutreten, als das bei alteingesessenen Marken der Fall ist, dass die sehr tolle Reichweiten bekommen, was wiederum aber auch gute Interaktion mit sich bringt und es wird halt darüber gesprochen. Aber reicht das denn aus, weil die organischen Reichweiten sinken ja oder muss man unbedingt Geld in die Hand nehmen? Organische Reichweite, das ist toll für die Anfänger. Eine Facebook-Strategie ohne Einsatz von bezahlter Reichweite ist von mir aus gesehen keine erfolgsversprechende Strategie. Daher, vielleicht reicht das nicht aus, um wahnsinnig viel organische Reichweite zu bekommen, aber Inhalte, die extrem gut abgestimmt sind für die Werbung, erhalten in der Regel dann eben auch noch sehr gute Share-Faktoren, dass es geteilt wird und dann ist es nice to have, wenn ich noch zusätzlich organische Reichweite bekomme. Wie müssen denn erfolgreiche Anzeigen auf Facebook gestaltet sein? Ja, mobile-tauglich. Mhm. 84% dürfte mobile stattfinden. Das heißt, Werbeanzeigen müssen angepasst sein für mobile Geräte. Bildauswahl muss so gewählt sein, dass es auf kleinen Geräten erkennbar ist. Mhm. Das heißt, nicht zu sehr detaillierte Bilder, keine kleinen Texte darin. Generell Text lieber kurz und knapp als sehr viel Text drin und umschweifend, liest niemand. Videos müssen ohne Ton funktionieren. Etwa 90% der Videos, die auf Facebook betrachtet werden, die spielen Autoplay ab. Das heißt, der Nutzer hat keinen Ton, wenn er nicht explizit drauf klickt. Bei Mobile ist dann aber zusätzlich noch erschwerend, dass der Nutzer in einer Situation ist, wo er vielleicht auch noch was anderes macht oder in einer Umgebung ist, wo er gar nicht unbedingt diesen Ton nutzen kann. Es muss ladefreundlich sein, das Ganze. Und viele richten die Werbung für mobile optimiert aus und die Landingpage dahinter lädt dann irgendwie 30 Sekunden auf einem Smartphone. Das kann es dann auch nicht sein. Es wurde ja auch schon oft über den Untergang und so von Facebook in der Vergangenheit mal sinniert. Ist ja bisher nicht passiert. Jetzt kommen immer wieder neue Kanäle auf, zum Beispiel Snapchat. Snapchat. Denkst du denn, dass eventuell Facebook den Rang ablaufen kann in Zukunft? Was in 10 Jahren ist, weiß ich nicht. Was in 5 Jahren ist, auch nicht. Aber ich behaupte jetzt mal, dass Snapchat nie so groß werden wird, wie das bei Facebook der Fall ist. Ich weiß auch nicht, ob die Zielgruppe, die man mit Snapchat erreichen will, auch die Zielgruppe ist, die dann in 4, 5 Jahren noch auf dieser Plattform mit dabei ist.
weil dieser Abwanderungseffekt bei den Jungen, wenn die Alten dazukommen, den haben wir ja schon bei Facebook recht gut erkannt. Die sind übrigens da nicht weg, die nutzen es einfach anders. Aber nee, ich sehe für Snapchat gerade im kommerziellen Bereich lange nicht das Potenzial, was bei Facebook oder Instagram da ist. Okay, vielen Dank. Heute Klartext mit Thomas Hutter. Danke fürs Gespräch. Danke dir.